Das Funkwerk ist aus dem Telefunkenbetrieb in den 30er Jahren hervorgegangen. 1937 wurde in Erfurt ein Röhrenwerk aufgebaut. Und dort wurde also bis zum Kriegsende und dann auch dem Nachkrieg, nach dem Krieg wieder, wurden vorzugsweise Elektronenröhren hergestellt. Diese Elektronenröhrenproduktion haben dann weit bis in die 70er Jahre eine große Rolle gespielt. Aus dem einfachen Grunde, weil zwischenzeitlich die Halbleitertechnik international Fuß gefasst hatte und die Elektronenröhren dann zunehmend verdrängt hat. Aber es gab also im Ausland und auch in verschiedenen Drittländern gab es also noch sehr viel Technik, die auf der Basis von Elektronenröhren fungierten. Und deswegen konnte das Funkwerk bis weit in die 70er Jahre damals auch noch diese Elektronen produzieren und auch erfolgreich exportieren. Aber etwa in den 60er Jahren begann das auch im Funkwerk, die Phase der Halbleitertechnik. Und dann wurde zunehmend die Halbleitertechnik und später die Mikroelektronik der dominierende Geschäftsbereich, Geschäftsfeld des Funkwerks. Dazu gehörten im Funkwerk noch die Entwicklung und Produktion von Messgeräten. Dazu kann Herr Lutzer, glaube ich, noch mehr sagen als ich. Das Funkwerk ist dann bis zur Wende der Stammbetrieb des sogenannten Kombinats Mikroelektronik gewesen. Das heißt also auch die Kombinatsleitung saß in Erfurt, saß auf dem Gelände des früheren Funkwerks am Gothaer Platz. Und nach der Wende wurde dann aus dem Funkwerk wurden dann einige wenige Betriebe ausgegliedert, die mittlerweile in Erfurt Südost ihre Heimstatt haben. In der DDR war ja die Wirtschaft generell in sogenannte volkseigene Betriebe gegliedert. Es gab also kein Privateigentum an Produktionsmitteln, an Produktionsstätten. Und insbesondere also die größeren Betriebe waren grundsätzlich alle sogenannte volkseigene Betriebe. Und diese volkseigenen Betriebe wurden dann etwa in den 70er Jahren wurden die dann zusammengefasst zu sogenannten Kombinaten. Das heißt also Betriebe, die irgendwie zu einem bestimmten einheitlichen Wirtschafts- oder Bereich gehörten, die wurden dann zu Kombinaten zusammengefasst. Und dieses Kombinat Mikroelektronik umfasste dann, also dann glaube ich, etwa 16 Unternehmen in der ganzen DDR. Das waren insgesamt etwa 60.000 Mitarbeiter, die in diesem Kombinat beschäftigt waren. Und die Produktionspalette in diesem Kombinat bezog sich also auf sogenannte aktive Bauelemente im Unterschied zu sogenannten passiven Bauelementen. Passive Bauelemente sind also das, was man als Widerstände, als Kondensatoren und Schalter und solche Dinge bezeichnet. Und das war also das Hauptgeschäftsfeld des Kombinats Mikroelektronik. Dazu gehörten also eine ganze Reihe von Zulieferbetrieben, die einfach notwendig waren, die also vom Maschinenbau bis zu den Materialien die entsprechenden Voraussetzungen für die Herstellung von mikroelektronischen Bauelementen dann schufen. Ja, im Grunde genommen war alles schwierig zu produzieren. Es gab eigentlich immer Probleme. Ich will nochmal anknüpfen an das, was Herr Menner gesagt hat. Also das Funkwerk bestand eigentlich aus drei selbstständigen Werken. Die hatten auch jeweils einen Betriebsdirektor, der selbstständig war, aber insgesamt war das halt ein Werk. Ursprünglich fing es an mit Elektronenröhren, Oszillographenröhren und Messgeräten. Elektronische Messgeräte, die von 1948 bis 1991 produziert wurden. Und später kam dann die Halbleitertechnik dazu, so ab Mitte der 60er Jahre, sodass bis zum Schluss, oder sagen wir bis 1983, diese drei Säulen auch bestanden. Die Oszillographenröhre ist noch bis 1991 oder bis 1990 weitergebaut worden. Die Röhrentechnologie war eine ganz wichtige Technologie, weil das war damals Hochtechnologie. Und die ist dann erst durch die Halbleitertechnik abgelöst worden. Herr Menner hat das ja schon gesagt. Und wesentliche Marksteine waren natürlich oder wesentliche Produkte waren natürlich die Oszillographenröhren, Radarröhren, Polarkoordinatenröhren, wo das Funkwerk der alleinige Hersteller war. Und des Weiteren hat das Funkwerk auch noch elektronische Messtechnik gebaut, also Messgeräte. Und da insbesondere Präzisionsmessgeräte, analoge Messgeräte am Anfang und dann später auch dann digitale Messgeräte.
Die Oszillographenröhre ist wirklich tatsächlich bis 1990 noch produziert, ist noch gelaufen. Und da ist auch viel noch für den Export hergestellt worden, aber das hat sich also dann auch nicht mehr gelohnt, diese Produktion weiterzuführen. Ne? Sodass eigentlich dann von diesem großen Kombinat Mikroelektronik am Standort Erfurt nur noch mikroelektronische Betriebe übrig geblieben sind, Melexis und X-Fab und noch ein paar andere kleine, aber ansonsten ist von der Messgeräteproduktion nichts mehr übrig geblieben und von der Röhrenproduktion ohnehin nicht mehr. Ja, was die Messgeräte anbelangt, hat sich das Funkwerk natürlich am internationalen Stand orientiert und bis Anfang der 60er Jahre sind auch Messgeräte exportiert worden, in Größenordnung, zum Beispiel nach Indien. Da konnte man also am Weltstand anknüpfen. Die Präzisionsmessgeräte, auch dann der späteren Generation, waren von den Kenndaten ebenbürtig von westlichen Herstellern, Rode und Schwarz zum Beispiel oder Hewlett und Packard. Aber sie waren natürlich etwas größer vielleicht und sahen vielleicht nicht so schön aus. Deswegen waren das Geräte, die nur im sogenannten RGW eine Rolle spielten, also im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Die sind also noch in die Länder des RGW exportiert worden. Dieser Markt war dann natürlich mit der Wiedervereinigung weg. Diese Umstrukturierung hatte natürlich diese Auswirkung, dass also der ganze östliche Markt weg war. Deswegen konnten also dann auch keine Messgeräte mehr verkauft werden. Zu den elektronischen Bauelementen muss man natürlich wissen, dass das galt für die Röhren, wie später auch für die Mikroelektronik, dass auf diesen Gebieten durch eine hohe internationale Standardisierung besteht. Das heißt also, es war also auch für die DDR, selbst unter den Randbedingungen des Embargos, das damals also herrschte, wo also der Import von Materialien, von Ausrüstung, und erst recht auch von hochwertiger Mikroelektronik stark eingeschränkt oder ganz unmöglich war. Aber trotzdem war es unabdingbar, dass die Entwicklungen, die auf diesem Gebiet stattfanden, dass die sich am internationalen Markt orientierten. Das war also schon ganz selbstverständlich deswegen, weil wiederum die Anwenderindustrie der DDR, also die Rechentechnik bei Robotron beispielsweise oder im Bereich der Konsumgüter und selbst im Bereich also der Mess- und Steuerregelung in bestimmten Kombinaten. Dort wurde auch ebenfalls am internationalen Standard orientiert, weil ja auch die Produkte wiederum exportfähig sein mussten. Und exportfähig hieß, sie mussten also international passfähig sein. Das heißt also, die Kette zog sich dann durch, sodass also von der Anwenderseite ganz klar die Forderung gestellt wurde, ihr müsst solche Bauelemente entwickeln, wie sie international üblich sind. Und das ist also dann in vielen Fällen auch getan worden und da gibt es dann immer wieder diese vielen Geschichten, Legenden oder Legenden um das sogenannte Nachkupfern, das also auf dem Gebiet stattgefunden hat. Man musste also sich diese Bauelemente ansehen, die es dann gab. Ich bin da im Funkwerk Erfurt, waren das die sogenannten Mikroprozessoren, die ja ein ganz zentrales Element in allen digitalen Geräten, die wir heute benutzen, also beim Handy angefangen bis und so weiter. Man musste also diese Prozessoren sich ansehen und musste die im Grunde genommen nachempfinden. Das war nicht einfach damit getan, dass man die irgendwie dann mal aufgeschnitten hat und mal mit dem Mikroskop reingeguckt hat und dann vielleicht nachgemalt. Das war also eine sehr anspruchsvolle ingenieurtechnische Leistung, zu der also eine Unmenge von analytischen Voraussetzungen gehörten. Und insofern ist also dieses landläufig so zitierte, naja, die haben wir bloß abgekupfert so ungefähr und das war ja alles bloß nachgemacht und keine tolle Entwicklungsleistung. Das ist also aus meiner Sicht und aus der Sicht aller, der hier beteiligt waren, ist das im Grunde genommen verniedlicht, dass die Sache also ungemein. Aber das Spektrum von Schaltkreisen war also auf der einen Seite, wie gesagt, an diese internationalen Standards angelehnt. Darüber hinaus gab es natürlich eine ganze Reihe von Entwicklungen, die dann doch spezifische Natur waren. Es gab natürlich auch Entwicklungen, die für die Konsumgüterindustrie stattfanden, also beispielsweise für die Uhren. Es gehörte ja zu dem Kombinat Mikroelektronik dann auch die Uhrenindustrie in Ruhla und in Glashütte, die natürlich zudem auch ihre Uhren auf digitale Uhren umstellten. Damals waren ja so häufig noch diese Digitalanzeigen in Uhren sehr, sehr
beliebtes Thema. Und dafür sind also zum Beispiel im Funkberg auch dann viele Schaltkreise entwickelt worden, die aber völlig eigenständige Entwicklung darstellen. Ich sage das deswegen, um deutlich zu machen, es gab also sicher die eine Geschichte, dass man Schaltkreise einfach nach internationalem Standard nachentwickeln musste. Aber zum anderen gab es also auch eine Unmenge von Eigenentwicklungen, die einfach aufgrund der technischen Anforderungen, die die Anwenderindustrie gestellt hat, dann entstanden sind und wo also komplizierte Prozesse, ich weiß nicht, inwieweit wir darauf noch eingehen wollen, der ganze Prozess oder Entwicklung eines Schaltkreises ist also wirklich ein sehr, sehr komplexes Geschehen, bis hin zur Produktion, dass die dann also unendlich viele einzelne technologische Teilschritte umfasst. Aber das ist vielleicht, das führt im Moment vielleicht zu weit. Soweit also zu diesem Spektrum der Bauelemente, die da bis zur Wende produziert worden sind. Aber das Grundproblem, und das sprechen Sie ja hier an, war natürlich, dass die Kosten, mit denen diese Bauelemente hergestellt wurden, dass die so waren, dass natürlich diese Bauelemente international nach der Wende nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Und deswegen ist also diese Produktion ist dann nach der Wende eigentlich schlagartig dann auch zum Erliegen gekommen. Ich selbst bin also von Anfang an, ich kam als junggebackener Physiker von der Technischen Universität in Dresden und hatte so ein bisschen das Glück, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt ins Funkwerk kam, als die Wende von der Elektronenröhre zur Halbleitertechnik stattfand. Das heißt also, all die älteren Kollegen, auf die ich da in der damaligen Entwicklungsstelle traf, das waren also routinierte Entwickler von Elektronenröhren, davon verstand ich überhaupt nichts. Und die wussten aber glücklicherweise von Halbleitertechnik im Grunde genommen auch nicht viel mehr als ich, Newcomer. Und das war für mich also ein sehr idealer Einstieg. Und dort fing es also ganz, ganz einfach an, die Halbleitertechnik. Wir haben also am Anfang Dioden entwickelt. Dioden, die im Grunde nichts anderes sind als elektronische Schalter, die also je nachdem, ob man die Spannung so rum oder so rum anlegt, Strom durchlassen oder nicht durchlassen. Und das ist im Grunde das einfachste mikroelektronische oder halbleitertechnische Element, was man realisieren kann. Die nächste Stufe ist der sogenannte Transistor, der sozusagen was Ähnliches ist wie die Elektronenröhre, die dann auch eine verstärkende Funktion hat, wo man also auch Ströme steuern kann. Und diese beiden Bestandteile sind im Grunde genommen das, was heutzutage auch milliardenfach, ich sage ganz bewusst milliardenfach, in einem heutigen Mikroprozessor drinstecken, der heute in Ihrem Handy beispielsweise drinsteckt. Ne? Also man spricht ja von den sogenannten Integrationsgraden. Und wenn man so will, hat man also damals mit dem Integrationsgrad 1 angefangen, das heißt also ein Bauelement pro Halbleiterchip. Und heute sind also solche Bauelemente, enthalten also bis Größenordnung von Milliarden Einzelbauelemente, um diese komplexe Funktion zu realisieren, die wir heute so selbstverständlich mit allen unseren digitalen Geräten nutzen. Und ich selbst bin also, wie gesagt, in der Erzeugnisentwicklung dann die folgenden Jahre tätig gewesen. Und war dann also lange Zeit Projektleiter von, früher sagte man also Themenleiter, heute sagt man Projekte, zu DDR-Zeiten nannte man das Thema. Das war also ein Entwicklungsthema, in dem als ein bestimmtes Bauelement entstanden ist. Und das hat mich dann bis zum Ende meiner Berufstätigkeit dann bis zur Wende sozusagen dann auch begleitet, diese Aufgabe. Ne? Ja, ich habe in Ilmenau studiert an der Technischen Hochschule und bin dann 1976 in das Funkwerk gekommen und habe dort angefangen in dem Bauelementeprüffeld. Bauelementeprüffeld ist diese Station gewesen, wo die fertigen Bauelemente, also mikroelektronische Bauelemente, dann getestet, gemessen worden sind. Also da war schon, also waren schon verkappt und so weiter. Ne? Wir haben ja erkannt, also die Vorstufen. Und ich habe also auch schon ein bisschen später dann angefangen und bin aber dann 1980 etwa in das Messgerätewerk gekommen und habe dann in der Wareneingangskontrolle, das ist auch so eine Institution gewesen, die es heute eigentlich in der Form nicht mehr gibt, das sind also alle Bauelemente, die das Messgerätewerk selbst für die Herstellung von Messgeräten brauchte, geprüft worden. Also eine Eingangskontrolle sozusagen. Und ich bin dann also bis zum Schluss im Messgerätewerk geblieben und habe mich die ganze Zeit mit elektronischer Messtechnik beschäftigt. Ne? Habe also mit dem Bereich Mikroelektronik nicht so viel zu tun gehabt, aber mit dem Bereich Elektronenröhre, Oszillographenröhre schon, weil mich das ein bisschen privat interessiert hat.
Und ich komme ja vom Thüringer Museum für Elektrotechnik. Wir haben also einen riesigen Fundus aus dem Funkwerk. Kann ich Ihnen nachher noch was zeigen. Und wir kennen also schon ein bisschen aus der Historie. Wir haben also auch Forschungs- und Entwicklungsberichte gerade aus dieser Zeit noch retten können, die jetzt bei uns im Thüringer Industriearchiv sind. Und das ist immer ganz interessant, so in der Rückschau, wie innovativ die Entwickler eigentlich früher waren. Das wird man meistens gar nicht so wahrhaben. Aber unter den Umständen, wie damals gearbeitet worden ist, sind es doch schon Weltspitzenleistungen gewesen, die vollführt wurden, gerade auch im Bereich Mikroelektronik. Ne? Das ist, gerät immer so ein bisschen unter den Tisch. Ne? Ja gut, also fangen wir an mit der Geschichte. Mit den Elektronenröhren. Also wie gesagt, im Krieg hat das Funkwerk ja sogenannte Wehrmachtsröhren hergestellt für den Kriegsbedarf und Geräte. Natürlich auch Funkgeräte und so weiter. Und das waren so die Röhren, die damals hergestellt worden sind und auch noch nach dem Krieg. Hier mit Stahlkolben und das ist eine einfache Glasröhre. Und das Funkwerk hat dann, das war die erste Innovation schon, weil Stahl ist relativ teuer gewesen, musste ersetzt werden. Glas war billig, wurde hier in Thüringen überall hergestellt. Hat man sozusagen das Glasgehäuse ersetzt, das Stahlgehäuse ersetzt durch ein Glasgehäuse. Das hat Telefunken im Westen nicht geschafft. Das war also schon die erste Innovation, Materialeinsparung. Die Röhren sind dann natürlich kleiner geworden. Kennen Sie vielleicht, eventuell kennen Sie die noch. Die sind also überall in jedem Radio eingesetzt worden, in jedem Fernseher waren die drin gewesen. Der Produktionsauslauf, also die Beendigung der Produktion von Empfängerröhren war 1983 schon, 82, Entschuldigung. Was immer lief bis zum Schluss, das ist die Herstellung von Oszillographenröhren. Das ist also hier eine relativ kleine, und diese sind eingesetzt worden in elektronischen Messgeräten, Oszillographen. Da können Sie also elektronische Vorgänge, zeitlich variable Vorgänge darstellen. Also im einfachsten Fall, wenn Sie hier den Sinus von der Netzwechselspannung dranlegen, haben Sie hier eine Sinuskurve. Ja, im Grunde genommen ist das was ganz Analoges zu der Fernsehbildröhre. Ja, genau. Inwieweit Ihnen sowas schon mal begegnet ist. Also die Röhren Fernseher, die da also so diesen mehr oder weniger große Bildschirme dann herstellten, so leicht gewölbt und aber dann nach hinten, also so tief, mit auch so einem komischen Flaschenhals hinten dran. Also das elektronische Prinzip ist im Grunde genommen das gleiche wie bei der Telegrafenröhre. Dann später wurde das dann natürlich wichtig im Funkwerk. Das ist ein Silizium-Einkristall, sieht so komisch grau aus, wurde geschnitten in sogenannte Wafer. Und ich habe mal hier so einen Schaukasten mitgebracht, wie so ein Bauelement entsteht. Damals waren diese sogenannten Wafer-Scheiben so klein. Das war 1973. Und über viele Prozessschritte wurde dann ein sogenannter Chip, heute würde man sagen Die, ne, wurde ein Chip produziert, und zwar hier in diesem Falle der Chip für einen Taschenrechner-Schaltkreis. Das ist der Schaltkreis, der dann 1975 war, dann entwickelt, dann in dem Minirex eingebaut worden ist. Ne. Und das sind die Schaltkreise, die etwa zur selben Zeit auch produziert wurden. Und ich kann mich erinnern, im Bauelemente-Prüffeld kamen dann so die ersten Mikroprozessoren zum Messen. Das war auch 1976, 78 so ungefähr. Ne? Das ist also die Entwicklung gewesen, und das war sozusagen dann die Krönung. Das sieht man jetzt so nicht, das ist ein Schaustück, das habe ich vor ein paar Wochen von dem Chefentwickler, Professor Rössler, bekommen. Der Schaltkreis, der da drin ist, das ist der erste 32-Bit-Mikroprozessor, der in der DDR entwickelt worden ist. 32-Bit. Ja, und das war schon eine enorme Leistung. Da kann ja Mendel wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ja, das war ja. Es gab dann zum Ende der DDR-Zeit gab es also mehrere spektakuläre Ereignisse. Den muss man vorausschicken. Es wurde 1971 wurde in der DDR ein sogenanntes Mikroelektronikprogramm verabschiedet durch das Politbüro der SED. Man hat also durchaus eingesehen, dass ohne Mikroelektronik nichts mehr geht. Und es gab natürlich zu dem Zeitpunkt schon halbleitertechnische und mikroelektronische Entwicklung und Produktion, aber es war also einfach notwendig, das massiv zu intensivieren. Und deswegen gab es also diesen
bekannten Beschluss, ein sogenanntes Mikroelektronikprogramm durchzuführen. Da wurde also furchtbar viel Geld reingesteckt. Man muss fairerweise dazu sagen, zulasten anderer Industriezweige. Da haben andere Industriezweige sozusagen darunter gelitten, dass die Mikroelektronik so stark gefördert wurde mit Investitionen im Bereich des Bauens, im Bereich der Ausrüstung, im Bereich der Materialien. Und im Rahmen dieses Mikroelektronikprogramms wurden natürlich dann entsprechend anspruchsvolle Ziele von Seiten der Partei formuliert, die dann auch entsprechend abgerechnet werden mussten. Und es gab dann also, wie gesagt, in den Jahren kurz vor der Wende, gab es also zwei derartige spektakuläre Ereignisse. Es gab eine gewisse Arbeitsteilung, zu dem Kombinat Mikroelektronik gehört unter anderem das Zentrum für Mikroelektronik in Dresden, das sogenannte ZMD. Dort war die sogenannte Speicherentwicklung angesiedelt. Und dort bestand also die Aufgabe, einen Megabit-Speicher zu entwickeln. Und das wurde dann erfolgreich 1988, im Sommer wurde das dann Erich Honecker als Generalsekretär dann präsentiert. War also ein großes Medienereignis, im Fernsehen und in der Presse. Und ein Jahr später war das Funkwerk dann soweit, dass es diesen bewussten 32-Bit-Prozessor fertig entwickelt hatte. Und auch das war wiederum ein ähnlich mediales Ereignis, wo also persönlich Erich Honecker denn die zuständigen Leiter und Entwickler in Berlin empfing und die ersten Muster dieses Schaltkreises dann entgegennahm. Das waren also so die ideologisch-politischen Highlights, die da vermitteln sollten, wie toll die DDR auf dem Gebiet vorangekommen war. Aber das alles im Vorne- und Hintergrund, ich erwähnte das vorhin schon, das ist die wirtschaftliche Seite des Ganzen, dass die also absolut unbefriedigend war, dass die Herstellungskosten einfach nicht konkurrenzfähig gewesen sind. Ja, aus dem Bereich Messgeräte habe ich nur zwei mitgebracht. Das Funkwerk hat ja, wie gesagt, von 1948 an Messgeräte entwickelt, alles selbst entwickelt, bis 1991 gebaut. Und da habe ich einfach nur, und das sind mehr als 300 Typen gewesen, also im Laufe der Zeit. Das ist eine wirklich irre Menge und manche sind in sehr großen Stückzahlen gebaut worden. Und das ist so ein Produkt aus den 1980er Jahren, ein sogenanntes Digital-Multimeter. Das gab es auch dann nachher für den Heimgebrauch, war sündhaft teuer, damals konnte sich eigentlich gar keiner so richtig leisten. Oder es sind dann solche Messgeräte gewesen für den Laborbedarf, das ist ja ein Digitalvoltmeter. Die gab es auch nochmal in größerer Form, die hätte ich jetzt nicht mit hierher bringen können, aber die waren wie gesagt ebenbürtig der Messtechnik, die es drüben gab, von Schlumberger oder Rot und Schwarz und so weiter und so fort, aber man hat sich immer, wie gesagt, bei der Entwicklung von Messgeräten am Weltstand orientiert und hat den eigentlich da im Bereich Messgeräte auch immer hingekriegt. Also was jetzt die technischen Daten anbelangt, Eingangswiderstand und die ganzen Kenndaten, die da notwendig sind, auch die Verkettung untereinander. Also Herr Mendel hat gerade gesagt, Mikroprozessortechnik war einfach notwendig. Es gab ja, also die DDR hat ja viel Export gemacht, Schwermaschinen, Werkzeugmaschinen zum Beispiel hat sie, war sie sehr erfolgreich. Allerdings irgendwann hat die DDR nachziehen müssen, weil die westlichen Hersteller dann halt schon programmierbare Maschinen am Markt platziert hat und da fehlte in der DDR die Mikroelektronik dazu. Ne? Und Messgeräte waren immer notwendig, weil sie können heutzutage, man kann ja heutzutage jede Messaufgabe, die man hat, immer auf die Messung von elektrischen Grundgrößen zurückführen, also Strom, Spannung, Widerstand und Frequenz und so weiter. In vielen Bereichen sind einfach diese Messgeräte erforderlich gewesen, auch Präzisionsmessgeräte mit sehr hoher Genauigkeit und die mussten auch verkettbar sein. Also man musste automatische Prozesse mitsteuern können und so weiter und so fort. Und das hat auch dann das Funkwerk realisieren können. Allerdings war dann 1991 war dann wirklich Schluss, weil, wie gesagt, der gesamte Markt weggebrochen war und neue innovative Produkte, die auch, sag mal, im Weltmaßstab absatzfähig gewesen wären, nicht da waren. Oder wenn sie da waren, fehlten dann einfach Leute, die den Mut hatten, sich als Unternehmer selbstständig zu machen. Also wir haben Beispiele, wir haben auch Geräte bei uns, die so ähnlich aussehen wie das hier, die damals völlig neu waren, aber niemand war bereit gewesen, Geld in die Hand zu nehmen, vielleicht Kredite aufzunehmen, um da ein weltmarktfähiges Produkt weiter zu produzieren. Ja.
Herr Lützel hat den großen Vorteil, wenn er über die Messtechnik spricht, dass er was ziemlich konkret Anfassbares und Vorzeigbares dabei präsentieren kann. Wenn er also vorhin hier diese Tafel dann mit den Schaltkreisen hochgehalten hat, dann ist es im Grunde relativ langweilig, zumindest von der Optik her. Ne? Das sind einfach so Plastikkörper mit ein paar Beinchen dran und so weiter. Und insofern, das ist das Schicksal der Mikroelektronik, glaube ich, generell, dass die ingenieurtechnische Leistung, die hier in diesen Dingern drin steckt, dass die im Grunde genommen gar nicht wahrgenommen wird. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein elektronisches Gerät mal auseinandergenommen haben und mal gesehen haben, wie diese Platinen da drin aussehen, also solche eben auch ähnliche Plasteteile da drin stecken, in denen also, wie ich vorhin schon sagte, dann Halbleiter-Chips sitzen, die bis in der Größenordnung von Milliarden einzelnen Bauelementen beinhalten. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also um mal vielleicht eine Größenordnung zu vermitteln, ein Haar hat ungefähr einen Durchmesser von 80 Mikrometer. Als wir mit der Halbleitertechnik in den 60er Jahren in Erfurt anfingen, da war ungefähr so die minimale Größe der Strukturen, die es zu realisieren galt, waren 5 Mikrometer. Das ist also schon ein Bruchteil eines Haardurchmessers, wohlgemerkt. Ne? Heutzutage sind die Bauelemente, die realisiert werden, sind um den Faktor 1000 kleiner. Also wir reden dort über Minimalabstände von wenigen Nanometern. Das ist also nochmal drei Größenordnungen mehr als Mikro. Ja. Und nur deswegen kann man also so viele Bauelemente dann auf so einem eigentlich Quadratmillimeter großen Halbleiterchip überhaupt unterbringen. Aber das sieht man diesen Dingern natürlich überhaupt nicht an. Und man sieht das auch natürlich nicht an, welche Vielzahl unterschiedlichster Funktionen in diesen Schaltkreisen drinstecken. Der letzte Bauelementekatalog, der 1990 noch erschienen ist, der beinhaltete, also nach meiner Erinnerung, ich kann, will jetzt nicht ganz Falsches sagen, beinhaltet also 200 bis 300 verschiedene Typen von Schaltkreisen, die da hergestellt wurden, also alleine in Erfurt. Darüber hinaus gab es ja viele andere Betriebe in der DDR, die auch noch Mikroelektronik herstellten. Es gab ja diese Arbeitsteilung der sogenannten Bipolartechnik und der Unipolartechnik. Da war die sogenannte Unipolartechnik angesiedelt, in Frankfurt war die Bipolartechnik angesiedelt. Dort gab es also ebenfalls noch ein sehr, sehr breites Spektrum. Wie gesagt, das ist ein bisschen die Tragik der Mikroelektronik, dass man von außen überhaupt nicht richtig erkennt, was da an gigantischer ingenieurtechnischer Leistung drinsteckt, um das Ding erstmal zu entwickeln und dann auch noch zu produzieren. Ja, zunächst mal war es so, dass wir in allen Betrieben zum Stichtag 30.06.1990 mussten alle VEBs erstmal in GmbHs umgewandelt werden. Das ist also dann auch erfolgt. Und aus dem Kombinat wurde eine sogenannte Holding, die nannte sich damals PTC Holding, war im Grunde genommen das ehemalige Kombinat, bis auf einige wenige Betriebe aus dem Kombinat, die dann gleich in dieser Phase sich selbstständig gemacht haben und aus diesem Verbund ausgeschert sind. Und unmittelbar danach begann dann also die Phase, dass natürlich überall hinterfragt wurde, na, wen brauchen wir noch, brauchen wir noch einen Kindergarten im Betrieb, brauchen wir noch Leute, die sich um eine VHU-Verkaufsstelle kümmern, brauchen wir noch eine Poliklinik im Betrieb. Das sind ja alles Dinge gewesen, die früher mal zu einem vollkleinen Betrieb dazugehörten. Also das war ja eine komplette Struktur, die es den dort Beschäftigten ermöglichte, sozusagen alle Probleme ihres Alltags, wie gesagt vom Einkauf über die Kinderunterbringung, Sporteinrichtungen gab es, Sparkasse. Also es war im Grunde genommen, wenn man so will, eine kleine Stadt für sich, so ein volkseigener Betrieb, in dem die Betriebsangehörigen dann wirklich auch ihre Dinge erledigen konnten, bis dahin, dass die Hausfrauen dann nachmittags, entschuldige uns auch das alte Klischee, damals waren es wirklich vorzubereiten, die Hausfrauen, die am Nachmittag mit den Einkaufstaschen dann den Betrieb verließen und hatten also dort in der Verkaufsstelle des Betriebes schon ihren Einkauf erledigt, dann holten noch die Kinder ab. Und so, jetzt bin ich aber von dem Thema Wende abgekommen. Also die Betriebe wurden also erstmal in GmbHs umgewandelt und nun wurde überall die Frage gestellt, nee, wie geht es nun weiter? Es gab also viele schlaue Beraterfirmen, die dann über uns hergefallen sind. Also schlau, sicher in einigen Fällen tatsächlich, andere waren, naja, in Anführungszeichen schlau.
Und es gab die Treuhand, die natürlich dann sehr genau hinguckte, was davon ist denn überhaupt in der Marktwirtschaft noch sinnvoll zu machen. Und da gab es natürlich in einigen Fällen sehr schnelle Entscheidungen, und sagte, nee, das braucht man überhaupt nicht mehr, das haben wir schon x-mal in der alten BRD, das bisschen Bedarf, was da wirklich, das deckt man hiermit ab. Und die Mikroelektronik gewann aber dann im Grunde genommen sehr schnell das spezielle Interesse. Insofern kam das auch zum Ausdruck dadurch, dass die Betreuung der Mikroelektronik von der zentralen Treuhandstelle in Berlin aus stattfand, wohingegen viele der kleineren Betriebe in den Bezirken oder in den späteren Ländern dann durch Treuhandanstalten, die in den Ländern gesiedelt waren, betreut wurden. Also kurz und gut, es ist dann zunehmend die Produktion eingestellt worden. Es begannen die Entlassungswellen. Es gab Programme, um die Mitarbeiter in Übergangsgesellschaften dann aufzufangen. Es gab Abfindungsregelungen, es gab Umschulungen. Da sind also einige meiner Kollegen, die sind dann plötzlich mal Leiter von irgendwelchen Supermärkten oder von irgendwelchen Baumärkten geworden im Ergebnis der Qualifizierung, machten also dann plötzlich was völlig anderes. Und schrittweise wurde das also dann immer weiter reduziert, die Anzahl der Mitarbeiter, und die Betriebe standen dann einfach vor der Frage, entweder es findet sich jemand, der irgendwas mit den Betrieben noch macht. Es gab viele Ausgründungen, Leute, die gesagt haben, wir können irgendwas Spezielles, da gründen wir ein neues Unternehmen. Also beispielsweise in Erfurt Südost sind eine ganze Reihe von Unternehmen auch jetzt nach wie vor, nach 30 Jahren noch tätig, die Ausgründung aus dem früheren Funkwerk waren, die ihr spezielles Know-how, ihre spezielle Kompetenz mitgenommen haben und haben dann also auf unterschiedlichsten Gebieten dort neu angefangen, Forschungsinstitute und auch eigenständige innovative Unternehmen. Und für die Erfurter Mikroelektronik lief es dann letzten Endes darauf hinaus, dass insbesondere der neu entstandene Standort in Erfurt Südost interessant wurde. In den 80er Jahren war ja die baulichen Gegebenheiten hier am Standort in der Rudolfstraße, das war ja damals die offizielle Adresse des Funkwerks am Gothaer Platz, das gab einfach nicht die Voraussetzung her, um die nötigen Reinräume zu installieren. Man brauchte also für diese Halbleiter, für die Mikroelektronik sogenannte Reinräume, Clean Rooms, wo also eine extrem hohe Sauberkeit notwendig ist, um einfach diese extrem kleinen Bauelemente herzustellen. Jedes Staubkorn, was auf so eine Scheibe drauf fällt, macht sofort die Funktion des Schaltkreises, macht die Funktion untauglich. Und diese Reinräume sind also mit einem hohen Aufwand verbunden, müssen klimatisiert werden, müssen mit hochreinem Wasser versorgt werden. Und deswegen wurde in den 80er Jahren draußen in Erfurt Südost auf der Wiese sozusagen, wurden dann mehrere neue Fabriken gebaut. ESO hieß das damals kurz, Erfurt Südost. Ja, da verlagert sich also der Schwerpunkt der Tätigkeit dann dorthin. Und diese Fabriken waren dann also doch letzten Endes auch für andere international tätige Halbleiter- oder Mikroelektronikbetriebe interessant. Und da sind dann also auch eine Reihe von Unternehmen hier eingestiegen, die dort zunächst mal diese Voraussetzungen, diese Produktionsgebäude genutzt haben, die insbesondere durch die Kompetenz und die Expertise der Mitarbeiter genutzt haben. Das war im Grunde das wichtigste Fund, was man da einbrachte, weil die Tätigkeit in diesem Bereich ist also doch eine Tätigkeit, die sehr anspruchsvoll ist, die eine hohe Qualifizierung voraussetzt. Und insofern war das also doch etwas, was natürlich auch westliche Unternehmen interessiert hat, mit diesem Mitarbeiterstamm weiterzuarbeiten. Und im Ergebnis sind also letzten Endes dann diese beiden relativ großen Unternehmen übrig geblieben im Erfurt in Südost, diese X-Fab und die Melexis, die eben nach wie vor Mikroelektronik herstellen mit speziellen Anwendungsorientierungen. Kfz-Industrie insbesondere ist ja meines Wissens ein Schwerpunkt. Das ist also sozusagen der unmittelbare, direkte Nachfolger dessen, was da aus dem früheren Funkwerk, später Mikroelektronik, Karl-Marx, dann über die Wände hinweg dann sozusagen bis heute übrig geblieben ist davon. Neben also diesen vielen, schon so ganz beiläufig erwähnten
kleineren Unternehmen, die nach wie vor erfolgreich am Markt tätig sind. Ja, ich habe diesen Prozess der Wiedervereinigung ganz persönlich auch ganz anders erlebt. Und das ist so ein für mich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen. Ich war dann mit einem Mal, das nannte sich damals, ich war noch nicht arbeitslos, aber es war so etwas Ähnliches, das nannte sich Null-Kurzarbeit. Ja, man hat also noch eine Zeit lang Geld bekommen und brauchte nicht arbeiten zu gehen. Und diese Zeit habe ich natürlich genutzt und habe, weil ich gesehen habe, wird jetzt alles weggeworfen. Da ist das ganze Werk ausgeräumt worden. Die Maschinen landeten einfach auf dem Werkshof und sind dann einfach verschrottet worden, abtransportiert worden. Und ich habe in dieser Zeit sehr intensiv nach einzelnen Objekten gesucht, die jetzt im Fundus des Thüringer Museums für Elektrotechnik sich befinden, und zwar Bearbeitungsmaschinen für Glas aus Telegrafenröhre, Montagevorrichtungen, Forschungs- und Entwicklungsberichte, eine Unmenge an Fachpublikationen, die in den beiden Bibliotheken dort waren, die es gab, die einfach dann auch zerstreut wurden. Und das ist jetzt ein doch sehr wertvoller Fundus, weil das kein anderes Museum in Europa hat. Wenn Sie also was zur Technologie der Oszillographenröhre, Elektronenröhre wissen wollen, sind wir die einzigen Ansprechpartner. Und ganz persönlich für mich war das nochmal einschneidend, weil ich auch völlig aus meinem Beruf rausgehen musste. Ich bin 1990 dann im Dezember in die Thüringer Staatskanzlei gekommen, was ganz anderes, völlig anderes, und bin 1991 am 1. Juli mit einer der ersten Thüringer Beamten geworden. Also ich habe dann sozusagen in der Landesregierung sozusagen die nächste Phase erlebt, dieses Umbruchs, sozusagen, also weil ich auch selbst kein Verwaltungsbeamter bin und gelernt habe, aber viele, die ihre Arbeit verloren haben, mussten sich entweder im Westen orientieren, weil hier keine Arbeit mehr da war, oder konnten in solche Unternehmen noch ausweichen, oder sind völlig artfremd irgendwo anders hingegangen. Also sie haben dann viele Leute gesehen, die auch in die Politik gegangen sind, Ingenieure, Wissenschaftler. Unser Oberbürgermeister hier in Erfurt, Manfred Ruge, der stammte aus der Optima. Ne? Und das war damals ganz normal. Also ein völlig neues Leben hat für mich begonnen. Und seit dieser Zeit bin ich sozusagen mit der Technik nur noch auf historischem Feld verbunden. Also Messgeräte werden nicht mehr produziert, also eigentlich nur noch Mikroelektronik, ne? Also von dem konkreten Sortiment, was zu DDR-Zeiten entwickelt wurde und was also, wie ich vorhin sagte, in diesem Bauelementekatalog von 1990 noch abgebildet war, davon ist dann nach der Wende im Grunde nichts mehr übrig geblieben, nichts mehr produziert worden. Es gab sicher noch eine gewisse Übergangsphase, aber das ging dann ganz schnell, dass das überhaupt nicht mehr gebraucht wurde. Die entsprechenden Anwenderbetriebe hatten genau das gleiche Schicksal, die wurden ihre Produkte auch nicht mehr los, hatten also folgedessen auch keinen Bedarf mehr an mikroelektronischen Bauelementen. Und insofern ist das Programm, das Sortiment von mikroelektronischen Bauelementen, das dann in diesen neuen Firmen, die also jetzt XFAB und Melexis heißen, ist dann im Grunde genommen ein völlig anderes, orientiert sich also an den Anwenderbedürfnissen. Die Betriebe, die bezeichnen sich als sogenannte Foundries, das heißt, dass sie stellen Foundry-Schmiede, ja, also Schmiede klingt ein bisschen grober, wenn es um die Mikroelektronik geht, wenn wir von Nanometer reden, aber jedenfalls ist das so der international übliche Begriff. Und die stellen also jetzt Bauelemente her, die ganz anwenderspezifisch sind und nicht irgendwie Standardsortimente, also keine Mikroprozessoren beispielsweise, also keine Speicherschaltkreise. Das sind also wirklich Dinge, die ganz individuell für jeweilige konkrete Einsatzfälle dann entwickelt und letzten Endes produziert werden. Also da hat sich das Profil grundsätzlich gewandelt und die XFAB spielt also im Reigen, sage ich mal, der international führenden Mikroelektronikhersteller da also auch nicht sag ich mal, keine vordere Rolle. Das ist also, wenn man sich die Rangliste der 10 führenden Mikroelektronik- oder Mikroelektronikunternehmen ansieht international, da taucht die XFAB also jetzt doch nicht mit auf, aber das soll nichts daran schmälern, dass die eine tolle Geschichte dort oben auf die Beine gekriegt haben und dass er, wie gesagt, mit Hilfe der schon erwähnten kompetenten Mitarbeiter, dass da so diese Tradition doch irgendwie weitergeführt worden ist. Also mir fällt nichts ein. Mir fällt nichts ein. Jetzt im Nachhinein durch sozusagen unsere Forschungstätigkeit im Thüringer Museum für Elektrotechnik
da habe ich manchmal so richtig Respekt vor dem, was da so passiert ist, was die Menschen dort vollbracht haben. Auch die ältere Generation, die schon längst gestorben ist. Das war gerade das Zentrum für das Zentrallaboratorium für Empfängerröhren, so hieß das damals, ZLE, steht manchmal noch auf Röhren drauf. Das war eine ganz innovative Truppe. Also Hut ab vor den Leuten, und das ist ja sozusagen auch die Generation, die aus dem Krieg kam, die hier alles wieder aufgebaut hat, zum Teil auch nach Demontage. Die hatten Ideen, die haben innerhalb von kurzer Zeit haben die Dinge realisiert, und das Funkwerk hat ja nicht nur Elektronenröhren gebaut, sondern die haben auch die Maschinen gebaut. Das ist alles selber gebaut. Und die haben die Maschinen und auch Messplätze für Empfängerröhren, für Radarröhren oder auch für Oszillographenröhren, die haben diese auch für andere Betriebe hergestellt, also für die anderen Röhrenhersteller, Mühlhausen, Neuhaus und so weiter. Ne? Also da muss ich echt den Hut ziehen davor. Ne? Gerade diese Generation, die eigentlich gar keine Jugend hatte im Krieg, ne, und dann hierher gekommen ist und die sich selbst erstmal wieder eine Existenz aufbauen mussten. Das war, und da muss ich einfach sagen, das ist das Erlebnis, wo ich sage, also das ist irre, was da passiert ist. Ich würde gerne eigentlich in den Vordergrund stellen, das hängt sicher mit meiner, eben wie gesagt, langjährigen Tätigkeit in der Betrieb zusammen, dass man in dieser Zeit sehr viele Kollegen gehabt hat, Kollegen kennengelernt hat, mit denen man zusammengearbeitet hat, jeden Tag. Und deren Wege haben sich dann natürlich in vielen Fällen nach der Wende alle getrennt. Und trotzdem sind diese Freundschaften, haben bis heute haben sich stabil bewährt und sind für mich heute auch gerade in meinem doch noch sehr fortgeschrittenen Alter etwas ganz Wichtiges. Und das würde ich also auch durchaus mit als ein ganz wichtiges Element bezeichnen, was mir aus dieser Funkwerkgeschichte bis heute nachhaltig übrig geblieben ist.